Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Racket Bank Heiser. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also Racket Bank Heiser ist ein großer Produzent von Basiskonsumgütern. Das Unternehmen stellt also viele Verbrauchsgüter für den täglichen Bedarf her. Also bekannte Marken sind zum Beispiel Durex, Sagrotan, Air Wick, Calgon und viele weitere Marken. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1999 und zwar infolge einer Fusion. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus England und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 52 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und es gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,34 auf 1,75 britische Pfund die Aktie angestiegen und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß wäre der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also den größten Rückschlag seit der Finanzkrise hatte die Aktie zwischen Juni 2017 und April 2018. Da hat die Aktie ca. 33% an Wert verloren und damit in diesem Zeitraum mehr als während der Finanzkrise. Und hier vergebe ich insgesamt ebenfalls einen vollen Punkt. Dann kommen wir zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 88% zugelegt und das liegt in einem guten Bereich meiner Meinung nach. Damit vergebe ich hier einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei 72%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 28% und auch das liegt in einem guten Bereich in meinen Augen. Damit gibt es hier von mir ebenfalls einen halben Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2020, da gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 1,66 britische Pfund. Und dann im letzten Geschäftsjahr gab es dann einen Verlust, also zumindest einen leichten Verlust von 0,04 britische Pfund je Aktie. Allerdings für das aktuell laufende Geschäftsjahr erwarten die Analysten wieder einen deutlichen Gewinn, also einen recht deutlichen Gewinn zumindest, von 3,1 britische Pfund die Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten. Und hier schaut es momentan ganz gut aus. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht so teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2022 liegt momentan bei 20 und damit unterhalb der 30er Marke. Und damit gibt es hier von mir auch nochmal einen vollen Punkt. So, damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Racket Bank Heiser in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auch auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Sicherheitscheck und hier landet Racket Bank Heiser momentan mit den 6 erreichten Punkten hier auf dem dritten Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und hier sehen wir, dass noch das alte Video verlinkt ist momentan. Also zur Zeit der Aufnahme des Videos. Und damit sehen wir, dass die Aktie beim letzten Check vor circa einem Jahr ebenfalls 6 Punkte erreicht hat. So, und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von circa 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Das ist circa Mitte Mai 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch abschließender Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.